Wir sehen hier einen blühenden Vertreter des Klees, den Wildklee Trifolium pratense. Das Kleeblatt erkennt man ganz deutlich. Hier auch die Blüten. Die Blüten sehen so ein bisschen röhrenförmig aus. Das sind diese roten, eindeutigen Röhren, die wir haben. Die Blüten, die sind auch sehr charakteristisch für die Familie, zu denen der Klee gehört. Für die Faberzehen. Wir sehen auch, dass hier sehr viel Klee ist, der nicht blüht. Allerdings erkennt man immer mal wieder zwischendurch so lilane Köpfe. Das sind immer wieder Blüten des Klees. Einige sehen schöner geformt aus, andere nicht, aber sie erfüllen alle ihren Zweck, nämlich der Vermehrung des Klees. Die Blätter des Klees sind charakteristisch. Einige Kleepflanzen können auch ganz schön hoch werden, wie man hier sieht. Wesentlich höher als die anderen. Und die Kleeblüte hilft ganz gut, immer zu unterscheiden, um welche Art des Klees es sich handelt. Es gibt den weißen Klee, das ist ein anderer Klee als der hier, das ist eine andere Art. Aber das hier ist Trifolium pratense, erkennt man sehr gut an diesen rötlich-lilanen Blüten. Sehr schönes Exemplar hier auch, an dem sich sehr gut zeigen lässt, wie die röhrenförmigen Blüten aussehen.